Haben Sie das gleich schon realisiert? Ja, natürlich realisiert man das, aber ich glaube, so richtig realisieren tut man es erst nächste Woche, wenn man das erste Mal dann mit dem Trikot beim Rennen am Start steht. Und naja, da freue ich mich drauf. Jeder weiß, dass der Pascal Ackermann solche Strecken wunderbar fahren kann, auch mit solchen Dellen und so weiter. Aber spätestens nach der Hälfte des Rennens, der Philipp hatte das ja auch probiert, haben Sie sicherlich schon angefangen zu spekulieren. Mit welcher Taktik sind Sie in diesen Sprint gegangen? Ja, es war klar, dass Bora das Team war, wo man drauf gucken wollte und die auch den Sprint klar anfahren wollten. Aber ich wusste auch, dass der Ackes vielleicht nicht die Form hat, die er in den letzten Jahren hatte. Und gerade bei so einer schwierigen Strecke dann, das merkt man hinten raus. Und mir liegen die kurzen Anstiege. Und das hat man auch im Sprint gemerkt. Ich war im Hinterrad bei ihm, also es ist perfekt gelaufen, dass ich mich da reingesetzt habe. Und dann habe ich gemerkt beim Antritt, dass ich einfach noch mehr übrig habe. Einfach weil es ein schwerer Tag war. Gerade der Regen, das liegt mir sehr gut. Also ich denke, ohne Regen wäre es schwierig geworden für mich. Aber der Regen hat mir auf jeden Fall in die Karten gespielt hier. Das ist ja eine Riesengeschichte jetzt, wenn man das Team Bora mal schlägt. Ne? Wie hat denn der Pascal, hat er denn gratuliert schon? Wie bitte? Hat der Pascal schon gratuliert? Weiß ich gar nicht. Also da ist ein Haufen Fahrer. Man kennt sich ja hier, gerade beim deutschen Rennen, die mir halt gratuliert haben. Aber wer jetzt genau alles dabei war, das weiß ich nicht mehr genau. Ja, natürlich sicherlich enttäuscht, er war der große Favorit hier. Das ganze Team ist für ihn gefahren, aber ja, für mich ist es perfekt gelaufen. Bleibt denn die Chance, letzte Frage an dieser Stelle, heute Abend ist ja eine kurze Saison, alles sehr kompakt, im Prinzip jeden Tag ein Rennen, ne? Das in irgendeiner Form zu feiern? Ich denke, jetzt ist nicht unbedingt der Zeitpunkt, um das wirklich zu feiern. Klar, man muss das so gut es geht genießen. Schade, die Meisterschaft war jetzt ein bisschen später, also es wird ein kurzes Jahr für mich vielleicht im Trikot, aber trotzdem werde ich es auf jeden Fall genießen und eine wirkliche Feier wird es erstmal nicht geben, das holen wir dann wahrscheinlich nach, aber jetzt muss man erstmal, so lange Rennen sind noch oder jetzt da wieder Rennen sind, alles mitnehmen und gucken, dass man in Topform immer am Start steht.